Hallo, Abonnenten, Zuschauer, Freunde der Eisenbahn. Ja, das Hören meldet sich auch mal wieder. Live vor der Camp. Heute wollen wir ja Opas Modelleisenbahnanlage besuchen. Ein kleines Vorstellungsvideo gab es ja schon. Aber was habe ich noch? Davor muss ich erstmal Danke sagen. Danke für über 600.000 Aufrufe, über 960 Abonnenten und allein das Abrissvideo mit 79.000 Klicks, ja, das macht mich schon echt glücklich. Hätte ich nie erwartet. Ich hoffe, ihr seid dann auch dabei, wenn die neue Anlage entsteht. Aber heute gehen wir erstmal zu Opas Anlage. Auf jeden Fall danke für die Abonnenten, für die vielen Klicks. Über neue Abonnenten freue ich mich natürlich immer. Und auch über die vielen Kommentare, die immer unter den Videos sind. Also, vielen lieben Dank. Aber jetzt, auf zu Opas Modelleisenbahnanlage. Viel Spaß im neuen Video. So, da wären wir also. Erstmal ein kurzer Gesamtüberblick. Natürlich gibt es auch auf dieser Anlage ein 12-ständiges BW mit Drehscheibe. Und nicht nur eins. Hier wären wir dann im zweiten BW mit Drehscheibe. Darüber verkehrt eine TT-Eisenbahn. Hier vorne ist der digitale H0-Anlagenteil. Zweigleisig kann er hier seine Runden drehen. Durch den Tunnel und wieder hier vorne im Bahnhof enden. Die digitale Spur führt allerdings auch über viele Umwege durch den Schattenbahnhof
hier rüber auf die analoge Seite. Und kann dort im Bahnhof auf zwei Gleisen enden. Die H0E verschwindet unter der Anlage und kann hier einen Lokwechsel vollziehen. Dann fährt die andere Lok wieder hier oben, da entlang. Und befindet sich dann hier im oberen Bahnhof, wo die andere Lok wartet und dann losstartet, sobald die andere oben angekommen ist. Ein zweispuriges Chaos-System ist natürlich auch verbaut auf der Anlage, was hier in einem Tunnel verschwindet und hier dann ihre Kreise zieht. Im analogen Gleisbereich können drei Loks im Wechsel die Strecke befahren. Sie starten hier, fahren nach unten in den Schattenbahnhof, wechseln sich im Schattenbahnhof ab, fahren dann hier rüber, kommen oben auf der Anlage an. Dort halten sie an und wechseln sich stetig ab. Es fahren immer drei Loks. Des Weiteren fährt noch eine Baureihe 106 hier oben im Kreis. Verschwindet im Tunnel, kommt da hinten unter der TT-Bahn wieder vor und dreht dort hinten ihre Kreise. Ein bisschen Steuerung gibt es natürlich auch. Ja, die digitale Baureihe 114 fährt auf der Seite los, wo alles digital ist, verschwindet im Tunnel und wenn man weiß, welche Weichen man stellen muss, kommt sie irgendwann nach langer Fahrt durch den Schattenbahnhof.
hoch RTT. Und hier war 0.